Buenas Nachos y Tortillas, liebe Freunde. Servus Euders. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Grim Fandango. Ja. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. So, jetzt ist es raus. Also, ja. Naja, so ein bisschen vielleicht so grob. Ich weiß noch gar nicht, ob das hier was zu bedeuten hat, dass hier Olivia auf Renda unser Gedicht immer kopiert. Das wissen wir noch nicht. Das Poster können wir uns nicht ansehen, nee. Aber ich glaube, wir müssen jetzt erstmal, wo war denn der High Rollers? Das war irgendwo im Kätzchen, Kätzchen-Club. Da geht's hier lang und hier rechts runter. Und hier rechts rüber. Und dann in die High Rollers Lounge. Weil, wie wir ja wissen, ist doch in der letzten Folge Lola gestorben. Ich weiß immer noch nicht, wer Lola ist. Wirklich nicht. Keine Ahnung. So, Moment mal. Aber wir haben Nummer 22, Lengua. Aber das ist, Lengua 22. Bringt das vielleicht was mit der Nummer 22? Dass wir da was ausdrucken, da mit diesem Gerät? Ja, gut, aber warum denn, ne? Und die meint 22. Ups, was? Aber ist das, glaube ich, nur, das ist ja nur ein Datum immer, ne? Oder nicht? Dienstag ist es bestimmt, und dann machen wir nochmal 22, aber es bringt bestimmt im Moment noch nichts. Da müssen wir irgendeinen Hinweis. Ah, ja, siehst du. Ah, es geht nur bis 15. Na gut. Me and this ticket printer, we're gonna make a mint. Ja, aber du sollst es mal benutzen. Me and this ticket printer, we're gonna make a mint. Da können wir. Ich dachte, das ist echt ein Bug im Spiel. Ihr wisst nicht, wie man mit dem Controller das drucken kann. It's a betting stub for, let's see, Tuesday, week 22, race 1. Aha, okay. Ah, alles klar. Ja, das ist also Woche. Woche, Rennnummer und Tag. Ja, gut. Wissen wir jetzt erstmal schon mal. So, aber mal schauen, ob wir jetzt zu Max rein können. Und ihm da vielleicht hier von Nix Machenschaften berichten oder so. Hier rechts rum, ne? Aber wahrscheinlich ist er immer noch nicht. I don't think it would be a good idea to barge into Max's office while he's meeting with Nick. Nach. Können wir das irgendwie provozieren? Mit dem Teil. With what? With what? Hm. Mit einer Flasche Schnaps reinplatzen? Well, maybe just a sip. Was? Was? Naja, vielleicht ein Schlückchen, das ist eine Errungenschaft. I don't think I could swallow any more metal right now. Ah, Moment mal. Was? Ah, Moment mal, Moment mal. Warum? Moment mal. Moment mal, Freunde. Moment mal, Moment mal. Habe ich eigentlich schon mal Moment mal gesagt? Nein, Moment mal! So, jetzt aber. Ich habe Idee und so. Klar, ich meine, das war jetzt ein Hinweis, aber da trinkt er auf einmal so. Wir laufen hier durch. Ich weiß auch nicht, was es bringt. Irgendwas bringt's. Sir, if you will, please place all of your belongings on the security desk. Aber gerne, Señorita. Na? Na? Oh, you're clean. Was? Rats, Manny, I almost got to strip search you. Na was? Ich hätte schwören können, müssen wir vielleicht jetzt hier nochmal ein Schlückchen nehmen. Hat er gesagt, hier mehr Metall im Körper und so. Ich hätte gedacht hier, dass der Metalldetektor dann ausschlägt, weil er das ganze Gold im Körper hat. Well, maybe just a sip. Ja. Ja, ja, ein bisschen. Komm. Weg damit und schnell wieder durchlaufen, solange wir hier noch geladen sind. Wobei das bestimmt nicht so schnell ausschalten kann. Was ist das denn, Jerita? Zeig, was du drauf hast. Sir, if you will, please place all of your belongings on the security desk. Weep, weep, weep. Yeah. You sure you're not packing anything else? Oh, ganz sicher. Nothing that would set off that thing. Then, sir, I'm afraid you'll have to step into the back with me. Rules are rules. And of course, with my dad being in the military, we moved around a lot. I remember this one town we moved to when I was in the first grade. Oh, really?
Yeah, the only industry in the area was figs. Acres and acres of fig trees everywhere you looked. I myself never really cared for figs. I always liked dates more. Or prunes. Oh. Don't you just love prunes? Dates. They have such a great texture. They're all wrinkled up like my Grandma Hedwig's face. Oh. Ah, cool, dass sich das immer ändert unten. Das ist ja geil. Hedwig. She was Hedwig, always forgetting that's an interesting things. Name. I remember one time back when I was 6. Or maybe I was 7. No, 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 no. Ah, 6. I had to be six because Mr. Rufus was still alive. Now there was a good dog, Mr. Rufus. He was such a sweet little puppy. I remember we I didn't had a care dog that once. He was deaf. He was as deaf as they come, but he'd still try to bark. And it would come out sounding like have a cat coughing bark? Up a hairball. It's not that bad. Which our cat often did. He had such long hair. Yeah, I remember I had a hairball once. I don't really like long-haired cats, do you, Manny? They're just so... I like short-haired cats. No, because the taxidermist charges extra for them. They seem less stuck up. People think I'm stuck up sometimes, believe it or not. No, 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 they really do. I don't no, know why. No, I just can't believe that. I guess it's because I'm so shy. I was shy all the way through high school. Actually, I thought you were pretty stuck up the first time I met you. I never went to a single dance. Can you believe it? Yes. No. Don't shy. Get me wrong, the boys would ask, but I'd just run away. My mom okay, said wir kommen jetzt zum Punkt. Wir wollen das Ding haben, ja? I think you're dancing tonight if you let me borrow that thing. Did you just come back here to ask to borrow my metal Nein. Detector? No way. Oh, okay. Now where was I? Oh yeah. So the echt? Only industry oh, komm, in town ja was sagen jetzt, figs. Ja. Einfach mal gerade heraus. Okay, acres sehr gut. Of fig trees everywhere you wonderful. Part about your metal detector. Are you sure you didn't just come back here for this metal detector? Ja. Ich bin ich bin tatsächlich nur wegen des Metalldetektors. Actually, I did come back here just for your metal detector. What is it with you and this thing? I'm sick of it, Manny. If this is all you want, you can fight the cats. Oh nein! Why is it all men are after the same thing? Except you. The only woman you care about is that Calamar Dame, and she split on you. I don't know what she did to you, but you know what? I'm done trying to figure it out, pal. Carla. Uh-oh. Oh je, gut, jetzt, have a note on them. Employees, stop. Ja, ja. Wir haben jetzt auf jeden Fall, naja, wir wissen, wo der Metalldetektor ist. Looks like the detector flew into ja. One of the cat stables. Ja. Müssen wir irgendwie da rauskommen? Das kriegen wir doch locker mit der Sense raus, oder nicht? Ah, Carla. You wouldn't happen to have a second metal detector around here, would you? So, was passiert jetzt? Sir, if you will, please place all of your belongings on the security desk. And then jump out the damn window. Oh, Carla. Komm, wir können jetzt an. Nach. Sir, if you will, please place all of your belongings on the security desk. And then jump out the damn window. Hm. Oh, Carla. Wir können also nicht einfach durch jetzt. Ah, Carla. So. You wouldn't happen to have a second metal detector mehr sagt er zu dir nicht. Du musst gar nicht mit dir unterhalten, okay. Ja, es gibt jetzt auch nichts. Nee. Die wird uns da auch nicht einfach so durchlassen. Ihr was zum Trinken geben, also sie. Oder das was mit ihr zu tun? I don't really want to do that. Okay, nee. Auch gedacht, dass es eher was mit hier dem Max zu tun hat und so. Komm, jetzt kannst du ja, oder? Du hast jetzt eh nichts zu tun. Oh, have a little respect, will ya? Oh, have a little respect, will ya? Trink doch mal. Oh, have a little respect, will ya? Wir haben sehr viel Respekt. Na gut, ja, schauen wir uns erstmal den Metalldetektor an. Drop dead. Cool, das ist geil. Ach, das finde ich immer schön. So, schauen wir mal. Kitty Kitty, wahrscheinlich wird da genau jetzt eine Katze drin sein. Wir haben ein Problem. Oder? Well, nee. That's the hole I saw Carlos' metal detector fall through. Oh no. Na, wo ist er? Hier im Essen? Foods for... smells good. But I'd rather eat my own arm. Komm, das muss doch mit der Sense, kann er das doch bestimmt irgendwie rausfischen. Aber ein bisschen mit der Sense durchfahren und dann findet ihr das schon. Ach, wir hören ihn ja. Metalldetektor, piep, piep. Ah. Aber jetzt ist es leiser, je weiter weg wir sind mit der Sense.
tatsächlich. Ja, das ist ganz laut. My scythe. I like to keep it next to where my heart used. Ja, das wissen wir schon, Manny. My scythe. Wissen wir? Ha. Huh. Ja, ja, hier ist es irgendwo. See, this is why I don't have a pet. Nein, nein, nicht einfach nur so. Du sollst da reinfischen, Manny. Nee, nee, nee. Was? Ah, wir haben noch. Können wir hier? Ist es hier? My scythe. Ja, 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 schon klar. My scythe. Ja. I like to, my scythe. Ja, ja, ja. I like to keep it. My scythe. Macht er den Test? Macht er echt nur da auf der Brücke? Ach, hier macht er nochmal. Nee, oder hören wir nichts? My scythe. Ja, wissen wir? My scythe. Ja, wissen wir? Ja, ja, ja. Du sollst nochmal hier diese Sache testen. Noch nicht etwa hier? Nee. Schade, da bin ich mal gespannt, ob das nicht. Ja, wir sehen hier, nämlich sehen wir die Spots mit Maus und Tastatur. Verändert sich ja tatsächlich hier der. Ja, mach das mal. Aber beeil dich, Manny, lauf schneller hin. Es scheint da insgesamt schon. Aha! Ah! Siehst du mal. Ha! Tja. Teilweise wohl schon besser, das mit Maus und Tastatur zu spielen. Hier, allein schon wegen am Cursor. Hm. So. A little stinky, but it could be worse. Das stimmt allerdings. Next beach I see, I'm finding me a watch. Die Frage ist jetzt natürlich, wozu der Metalldetektor eigentlich? Next beach I see, I'm finding me a watch. Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Und zwar gehen wir mit dem schönen Metalldetektor zu Doktore, ja, der Detektor für den Doktor. Und der Doktor soll jetzt mal schön mit diesem Metalldetektor ein neues Hilfsmittel erhalten, mit dem er nach diesen Hundemarken in den Toten suchen darf. Ja? Und damit wird er letztendlich Naranja identifizieren. Oh, das ist so gut. Sind wir nicht wahnsinnig schlau, Leute? Oder? Hammermäßig. So. Das Spiel haben wir ja gleich durch. So, nächste Folge Finale. So, jetzt wisst ihr es. ja, nicht. So dermaßen nicht. Schauen wir mal, wir haben ja jetzt eigentlich ein Jahr hinter uns, das sind 4 Jahre. Es geht also nur ein Stückchen. So, aber jetzt, so mit der Detektore, Doktore. So, so, so. Would a metal detector help the cause? Ja, ja, natürlich. Natürlich. Hey, just like downtown. You never know what this'll turn up. An engraved ring. A belt buckle with somebody's name on it. Mm-hmm. Who would wear a belt buckle with the... Oh. Oh ja. Ja, ja. Oh, oh. Was haben wir denn da? Etwa eine Hundemarke? Huh. Ah, cool. Sehr gut. Oh, oh. Velasco, it looks like I've got one of your boys down here in the morgue. A sailor by the name of... Ja. Naranja. What? Ah. How? Sprouted? But... Ah, this town's going to hell. Ja, ja. Sailor can't even take a 2-day shore leave without watching his back. Yeah, yeah, I'll come down in the morning. All day long, Manny, I sought through pure sadness. I find evidence, and I piece together stories. But none of my stories end well. They all end here. And the moral of every story is the same. We may have years, we may have hours, but sooner or later, we push up. Flowers. Oh, sehr schön. Warum Bade? Es war jetzt, ja gut, wegen dem, ja, wegen dem Reim. Aber finde ich, manche Übersetzungen, na gut, das Text gesprochen ist natürlich schöner, wenn es sich reimt. So, jetzt haben wir Naranja oder Naranja oder Naranja, ja, da sind sich ja die Sprecher auf Englisch nicht einig, wie ausgesprochen wird.
gelöst. So, aber den müssen wir jetzt irgendwie noch loskriegen. Ja, das ist der einzige, den müssen wir noch machen. Und dann müssen wir noch Glottis hier vom Spielen abwenden. Und dann hätten wir theoretisch alles fertig für einen Abflug, für Abfahrt. Aber wir können auch noch gar nicht hier im Katzenrennstall, im Zigarrenzirkus können wir gar nicht mit Max reden. Ich weiß auch noch gar nicht, also Max haben wir einmal so von hinten gesehen, da hätten wir vielleicht noch reingehen können, mit ihm reden. Aber dieses was wäre wenn, na, jetzt ist Nick bei ihm drin, da können wir nicht hin. Hat Lola was Neues? Lupe. Hi, Manny. Na? Okay, back to work. Okay. Alles klar, gibt's nichts. Mal schnell ins Büro schauen, vielleicht gibt's da mal was Neues, ne? Jetzt nachdem was passiert ist. Aussichtspunkt? Auch nicht. Okay, gut, haben wir. Möchte trotzdem einmal checken, ne? Wer weiß, ob sich da nicht irgendwas ändert. Auch wenn ich doch recht sicher bin, dass es hier nicht mehr wirklich was zu tun gibt. Trotzdem nochmal hier vorbeigucken. Okay, nee. Oh Gott, welche Sachen haben wir noch übersehen? Möchte mal nicht, ich schalte jetzt mal echt mal ein bisschen auf, nicht, dass wir jetzt so Sachen übersehen haben, einfach nur hauptsächlich wegen Maus und Tastatur. Spiele ich jetzt aber ein bisschen mit Maus und Tastatur, vielleicht läuft es ja irgendwie. Vielleicht komme ich zurecht, wenn nicht. Switchen wir rüber wieder auf Controller, aber ich möchte jetzt nicht unbedingt so das alles verzögern, nur wegen Maus und Tastatur. So, mit dem Teil. Ah, was? Ich sag bloß, da können wir nehmen. Schneller manuell. It's bolted down. Aha. Nutzen, klar, das haben wir schon mal gemacht, da passiert da nicht viel. Hey, you lazy bees! Get off your abdomens and na klar. Get to work. Festgetackt. Also wird er doch nicht wirklich da. Der wird das doch nicht wirklich sowas mitnehmen wollen. Wofür denn? Hätte wir haben auch definitiv kein Werkzeug oder sowas. Außer unsere Sense. My scythe. I like to keep it next to where my heart used to be. So. Benutzt mal. Ja, geht nicht. I don't want to mess up my blade. Ja, ist klar. Gut, dann zurück damit. So, hier raus. Ah, mit Doppelklick können wir tatsächlich laufen. Sehr gut. Wohin nun? Was wird es als nächstes zu tun geben? Ich schau mal. Ja, doch. Vielleicht wieder erstmal ins Blue Casket. Vielleicht gibt es da schon mal was. Also, was haben wir gesagt? Wir müssen die Biene befreien. Und so kommen wir wahrscheinlich ans Werkzeug. Und dann müssen wir das mit Glottis noch lösen. Vermutlich können wir es mit Glottis eigentlich auch jetzt schon irgendwie lösen. Also da brauchen wir wahrscheinlich keine neuen Gegenstände dafür. Aber wir können auch nicht mit ihm reden und uns da keine Informationen irgendwie holen oder so. Hi, what's your name? Ja, das sagt er schon. Ja. Okay, da geht definitiv nichts. Ah, oh, Moment mal, hier. Sag bloß, das was Neues. Na, okay. Hallo! Ja, da geht nichts. Klar, wissen wir schon. Perfekt. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, ihr ein Gedicht vorzusagen, das sie dann vorträgt, das aber so scheiße ist, dass sie wegläuft? Aber das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie wegläuft, laufen würde. It's Olivia Ofrenda. Ja. Was tun? Was tun? Was nun? Was können wir jetzt noch machen? Hier ging es direkt zu den Bienchen, ne? Oder? Oh Gott, ich habe jetzt gerade echt zu bedenken, dass wir nicht. Ja, aber klar, hier sieht man den Leuchtturm sogar schon. Aber ob es nicht noch irgendwelche anderen Spots gibt, die wir einfach nicht gesehen haben. Schreiben wir es mal schnell durch. Nicht, dass es hier vielleicht sogar noch was gibt. So, das wissen wir. So, da waren wir.
Das ist klar und das ist normalerweise auch klar. Schauen wir nochmal. So, Naranja werden wir ziemlich sicher nichts machen müssen. Den haben wir eigentlich schon durch. Also der ist ja tot. Haha. So, hier ist definitiv... Was? War da? Oh Gott, ich dachte schon. Oh, machen wir nicht schwach. Ich finde nicht, dass wir wirklich noch irgendwie einen Spot übersehen haben. Das wäre richtig fies. Das wäre gemein. Das heißt, mit dem Hebel hatten wir schon. Bringt so nichts. So, schauen wir mal, was Velasco noch zu berichten hat, nachdem wir... Sprouted? Ah. What's happening to this town? Oh, big city crime, Manny. We're getting more of it every day. I know you probably hate getting it this way, but Naranja's job is yours now. No, Velasco, I don't know if I'm comfortable taking that. You'll take his job because there's no one else I can get on such short notice. And don't forget that Gladys has got to bring his own tools. He will. He doesn't go anywhere without a lot of tools. Good. Because neither does the Limbo. Don't just sit around here collecting barnacles. Right. Ja. Huh. Okay, gut, also das wäre jetzt mal alles gelöst. Wir brauchen nur Glottis und Werkzeug, Glottis und Werkzeug. Aber noch habt ihr irgendwie die Sache hier mit Max und so. Aber liebe Freunde, wir müssen hier auch wieder an dieser Stelle, ja, hier im Schatten, die Folge beenden. Wir gucken mal, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Danke, dass ihr dabei wart und buenas noches, amigos. Tschüss.